Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute auf ein Thema eingehen, was uns alle betrifft. Paul Dada ist entlassen, Typhoon Korkut ist in, darauf werde ich heute eingehen. Doch bevor ich damit beginne, möchte ich ganz kurz einmal sagen, abonniert ganz gerne den Kanal. Denn wie ihr seht, gibt es immer noch zwar viele Zuschauer, die zwar täglich meine Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Das heißt, abonniert gerne den Kanal für tägliche Bundesliga News. Und sollte euch dieses Video gefallen, dann lasst auch ganz gerne ein Like da. Und ich würde sagen, starten wir sofort rein mit dem Thema. Wir möchten nicht so viel Zeit heute verlieren. Und zwar hat sich Hertha BSC von Paul Dardai, Zecke Neuendorf und Admir Hanzagadzic nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg getrennt und möchte jetzt auf Typhoon Korkut setzen. Typhoon Korkut ist ein 47-jähriger Trainer, der bereits schon mehrmals in der Bundesliga aktiv war. Ein Trainer sogar mit Champions League Erfahrung. Und ja, er hat zuletzt vor 3 Jahren den VfB Stuttgart trainiert in der Saison 18-19. Hat für den VfB Stuttgart eine gute Rückrunde gespielt und ist dann aber sofort im Oktober rausgeflogen, nachdem er einige Spiele nicht gewonnen hat. Zuvor war er schon in Leverkusen aktiv, hat dort ein Champions League-Spiel bestritten gegen Atletico Madrid, 0:0 gespielt. Dann vorher in Kaiserslautern aktiv gewesen, dort auch nur so 18 Spiele absolviert, kaum gute Leistungen gezeigt, mehr so was von Defensivfußball und dann in Hannover 96 aktiv gewesen und auch dort war er nicht der angesehenste Trainer. Also, was halte ich von diesem Trainer? Ich finde es in Ordnung, dass man sich von Paul Dardai getrennt hat. Auch wenn ich diesen Zeitpunkt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das 1:1 gegen Augsburg und eigentlich auch das 1:1 gegen Leverkusen hätten 6 bzw. 4 weitere Punkte sein können. Und dann wären wir in einer komplett anderen Situation, als wir jetzt sind. Und meiner Meinung nach könnte Paul Dardai auf jeden Fall noch in den nächsten kommenden Spielen, vor allem da wir ja gegen Bielefeld, gegen Stuttgart und gegen die ganzen anderen Affen da unten drin spielen, mehr Chancen gehabt, mehr Punkte zu holen. Und vielleicht wäre es sicher gewesen, entweder Paul Dardai direkt zum Sommer rauszuschmeißen und man gesagt hätte, yo, du hast den Punkteschnitt erreicht, deswegen setzen wir jetzt nicht mehr auf dich. Oder man setzt ihn halt erst nach in der Winterpause vor die Tür. Aber das finde ich jetzt so ein bisschen, diesen Zeitpunkt, den finde ich einfach ein bisschen unpassend. Ja, meiner Meinung nach ist Typhoon Korkut auch nicht der beste Ersatz. Erstmal hat er nur einen Vertrag bis 2022, bis zum Ende dieser Saison. Das heißt, danach muss sich die Mannschaft schon wieder umorientieren. Und das, obwohl die Mannschaft bereits schon den 6. Trainer in der 2. Saison erlebt oder in der 3. Saison. Das ist viel zu viel. Und das, was Freddy Bobic angesprochen hat am Anfang der Saison, Kontinuität, wir brauchen auf der Trainerposition Kontinuität und dann so einen Wechsel mitten in der Saison im November, 4 Spiele vor der Winterpause rauszuhauen, finde ich halt einfach ein bisschen kritisch. Und ja, ich danke Paul Dardai für jedes Spiel, welches er für Hertha BSC gemacht hat. War am Ende auch nur noch das einzige Gesicht von Hertha BSC, was wirklich eine Identifikationsfigur mit dem Verein war. Und jetzt so abgesägt zu werden und dann ersetzt werden durch einen, meiner Meinung nach, nicht auf Hertha-Niveau, nicht ein Trainer auf unserem Niveau. Na gut, Typhoon Korkut ist ein ordentlicher Trainer, wir müssen abwarten die ersten Spiele, aber das ist dann schon ein bisschen belastend. Ich hoffe, dass Paul Dardai weiterhin angestanden wird als U19-Trainer oder als U16 hatte er, glaube ich, trainiert und dann zusätzlich dann seinen Traum von Nationalmannschaft und Jugend erfüllen kann. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Hertha BSC, finde ich, hat sich mit dieser Aktion, mit diesem Trainer schon wieder zur Lachnummer der ganzen Liga gemacht, weil halt einfach Typhoon Korkut bisher kaum in der Bundesliga ordentliche Leistungen absolviert hat. Er hat in Stuttgart tatsächlich, das muss ich ihm aber zugute halten, in der Rückrunde, er wurde am 21. Spieltag bei Stuttgart angestellt und hat dann tatsächlich die ganze Rückrunde nur eine einzige Niederlage bekommen und das ist dann gegen Dortmund gewesen. Er hat sogar gegen Bayern gewonnen, hat da wahnsinnige Siege rausgeholt, hat nahezu fast einen Punkteschnitt von 2,5. Das war einfach Wahnsinn, was der teilweise auch für attraktiven und guten Fußball gespielt hat. Und ich hoffe, dass wir genau diesen Korkut bekommen und nicht den Korkut, der dann direkt in der Saison, direkt in den Punkte danach gegen Hansa Rostock rausgeflogen ist im Pokal. Ich hoffe, dass wir einen guten offensiven Fußball danach sehen können, weil dann muss man sagen, man muss jetzt erstmal abwarten. Wir müssen gucken, wie sich Typhoon Korkut bei uns in den Verein ankommt. Wir müssen sehen, wie die ersten Spiele laufen. Und ja, das müssen wir einfach so sagen. Korkut ist meiner Meinung nach, vielleicht sollte er seine Form von der Rückrunde gegen VfB Stuttgart beweisen, ein ordentlicher Ersatz. Aber auf Dauer kann ich mir das nicht vorstellen. Freddy Bobic und bereits Typhoon Korkut kennen sich ja bereits schon aus der Jugend aus VfB Stuttgart. Dort hat Korkut nämlich in der Saison 2011 und 12 auch gespielt, hat
übrigens als sein Co-Trainer bei uns, Ilja Aradzic, mitgenommen. Er hat bereits, übrigens, der Co-Trainer hat bereits für Hertha BSC gespielt. Und zwar als Spieler, welchen wir von Tennis Borussia verpflichtet hatten und welche aber uns auch schon mal aus dem Pokal rausgeschossen haben. Und ja, an sich muss man jetzt schauen, wie Typhoon Korkut mit der Mannschaft zurechtkommt, ob er eine bessere Leistung anbringt als Dardai. Und wenn das denn der Fall sein sollte, dann kann man optimistisch in die Rückrunde gehen. Ansonsten muss man sagen, dass Freddy Bobic sich damit wirklich ins Ausgeschossen hat. Er hat die Kaderplanung verkauft. Er hat jetzt den Trainer verschlissen. Und ja, man muss es so sagen, dann wird die Luft für Freddy Bobic immer dicker. Auch wenn wir hier etwas abwarten sollen. Weil an sich sehe ich da noch keine Verbesserung als noch zu Michael Preetz' Zeit. Nicht, dass ich mir ihn zurückwünschen würde, aber nur so. Also, alle guten Leistungsträger verkauft. Und daraus soll jetzt Typhoon Korkut eine Mannschaft formen. Ja, aber an dieser Stelle würde ich auch dieses Video beenden. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und tschüss.